Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part Super Mario Maker 2 Abenteuer Modus. Ja, wir müssen Geld reinschaffen. Wir brauchen jetzt Minimum 1000 für die nächste Baustufe. Und das machen wir am besten hier. Seht ihr mal die neuen Aufträge an. Ja, das ist ja das alles, was wir schon haben. Und jetzt geht's weiter mit Im Land der Truppkrabbel. Tada! Ich habe ein durchgestyltes Truppkrabbelland gebaut. Ich brauche aber noch eine Fanmeinung dazu. Klappt das, wenn man fleißig mit Y sprintet? Ja, das machen wir. Und ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr wieder da seid. Und jo, auf ins Abenteuer. 1000 müssen wir zusammenkriegen. 1000. Oh, ich bin da sehr... Tempo-Level. Oh, das war's schon. Ja, easy peasy Level, würde ich sagen. Schön, dass wir warm werden. Nicht wahr? Na, dann haben wir doch schon mal 248. Habe ich Pfirsich gesagt? Oh ja, Pfirsich hätte ich jetzt gern. Nachtflug in einer Clownkutsche. In meiner neuesten Attraktion kannst du einen aufregenden Nachtflug mit der Feuer Junior Clownkutsche erleben. Sollten ja harte Blöcke im Weg sein, halte Y gedrückt und zerstöre alles mit riesigen Feuerbällen. Wenn du ins Ziel kommst, gibt es einen Preis, falls du ins Ziel kommst. Besiege alle Bowser. Alles klar, machen wir. Wir geben uns mal Mühe. Upsala. Danke, Pilz. Ach ja, die Mario Galaxy Mucke. Selber habe ich es nie gespielt. Ich weiß nicht, ich traue mich nicht an die Steuerung. Alter Schwede. Blümchen überall! Lol, Bing Bong, wenn man ihn trifft. Okay. Ja, warum nicht, ne? Sehr schön. Oh yeah, Mario Time. Genau, Mario Time. Das geht doch rucki zucki hier. 75% haben wir schon fertig. Wow. Ach, jetzt habe ich es nicht vorgelesen. Irgendwas mit Lava. Ugh. Wiedergänger in der Lava. Besiege alle Knochen trocken und erreiche das Ziel. Alles klar. Krieg ich noch einen Tanuki?
Und geschafft. Ich würde sagen, das war leicht verdientes Geld. Uiuiuiuiuiui. Blinkblockade. Na dann. Mithilfe der Blinkblöcke sollte es möglich sein, diese Klippe zu erklimmen. Jetzt brauche ich nur noch eine Testperson, die sich der Herausforderung stellt. Das ist jedoch ein gutes Rhythmusgefühl vonnöten. Blau und Rot wechseln sich ab. Dr. Wunderlich. Na dann. Lass mal blinken. Blink, blink. Oh, Geld. Ach, Mist. So. Aber ich glaube, wir haben noch mehr als genug Zeit. Sehr schön. Ja, locker flockig. Na, bis jetzt läuft's ja noch ganz gut. Ah, fehlt nicht mehr viel. Schick. Ist da wieder Geld drin in dem Block? Ah, na gut. Bis jetzt gar nichts. Faulpilzbefall. Die schlechte Nachricht zuerst, ich hatte eine Packung Superpilze ganz hinten im Kühlschrank vergessen und sie sind jetzt zu Vollpilzen mutiert. Die gute Nachricht, die gibt es eigentlich nicht, außer irgendjemand da draußen hat Spaß dran, vor Killerpilzen davonzulaufen. Oh je. Sollte ich jetzt meine eigene Medizin schlucken? Ich sag nur mein eigenes Vollpilzlevel. Brauche ich nicht. Wenn man ein bisschen weiß, mit diesen Dingern umzugehen, dann geht das ganz kuschelig. Und geschafft. Phew.
Wir kommen erstaunlich gut voran gerade. Damit wäre die Kanone auf dem Mausflügel installiert. Ich hoffe, dir ist aufgefallen, wie perfekt das Eis geworden ist. Aber das schuldet schließlich auch meinen Namen. Wo soll es weitergehen? Ja, natürlich mit dem, Westflügeldach. Könnt ihr aber beginnen? Na klar. Guti, jetzt brauchen wir wieder 1000. Wir haben schon 78%. Überleg mal, das geht jetzt richtig, richtig schnell. Münzausflug mit der Clownkutsche. Ich erforsche gerade das Flugverhalten der Clownkutsche. Dazu bräuchte ich einen Testpiloten, der in einer Clownkutsche 50 Münzen aufsammelt. Wenn dabei andere Verkehrsteilnehmer in die Bahn geraten, einfach wegschubsen. Na dann. Sammle alle 50 Münzen, müssen wir einsammeln. Danke. Ach, da ist eine Clownskutsche drin. Ah. Na dann. Siebenunddreißig, 40, so. Den Pilzchen hätte ich gern. Ja, lass mich mal bitte. Ich habe jetzt nicht mehr so mega viel Zeit. Nein. Eine Sekunde hätte noch gefehlt. Aber gut, jetzt müssen wir wenigstens, worum es geht. Wie die ganze Sache funktioniert hier. Ja, ist klar. Läuft. Nee, ist klar. Ich werde aber erstmal die hier holen. Fünf fehlen noch. Wo sind denn die fünf? Ah, da. Ah, jetzt haben wir ein bisschen mehr Zeit. Mischa. Nice, nice, nice. Schön. Ja, die nächsten 1000 brauchen wir. Aufzug, Aufzug, Licht aus, Spot an. Oh je. Willkommen mit dieser einzigartigen Attraktion, junger Freund. Eine Fahrt durch absolute Dunkelheit. Welche Gefahren lauern wohl im Dunkeln, wenn du das Ziel erreichst? Erhältst du einen wertvollen Preis, falls du das Ziel erreichst. 150 Kröten. Dann gibt es ja wahrscheinlich gar nicht mehr so viel am Schloss zu bauen. Na gut, 49, 79%.
Schauen wir mal. Ich liebe dieses Projekt. Es macht einfach Spaß. Wenn mich hier nicht gerade ein Koopa natzt. Und Kiste Koopa. Ja, wenn er runterfällt, halte ich mich mehr rechts. Versprochen. Oh yeah. Nö. Reicht schon, dass ich die zweimal im Schlag genommen habe. Ach komm. Vorhin war sie. Weg hier. Gut, wir haben es geschafft. Wunderbar. Immer diese Dunkelheit. Das ist ja krass. Jo, der letzte Part hatte schon Überlänge. Das möchte ich natürlich mit diesem Part nicht riskieren. Deswegen sage ich mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich würde mich natürlich freuen, euch das nächste Mal wiederzusehen. Lasst mir doch gerne einen Kommentar da. Ein Abo wäre schön. Däumchen wäre Träumchen. Und bis zum nächsten Mal. Euer Retro Basti. Ciao, ciao.